Hallo zusammen, herzlich willkommen zum Fototutorial Mittwoch. Heute mit einer Mischung aus Tutorial und Location-Vorstellung. Ja, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute möchte ich euch eine Location vorstellen und gleichzeitig aber auch ein paar fotografische Hinweise geben. Der Grund hierfür ist, dass ich am letzten Freitag in München auf dem Olympus Photography Playground war. Die Adresse blende ich euch hier ein. Der Olympus Photography Playground, für diejenigen, die das nicht wissen, ist eine Veranstaltung von Olympus, wo im Prinzip Kunstinstallationen auf euch als Besucher und die Olympus-Kameras treffen. Das bedeutet nichts anderes als Olympus hat eine Location geschaffen, in der unterschiedliche Künstler Kunstinstallationen aufgebaut haben, auch interaktive Kunstinstallationen. Ihr könnt einfach hinkommen, der Eintritt ist frei. Ihr leiht euch am Eingang des Playgrounds eine Olympus UMD oder Pen-Kamera aus, besucht die Kunstinstallation. Es gibt auch die Möglichkeit, neue Olympus-Produkte anzuschauen und auch in die Hand zu nehmen und vielleicht auch mal zu testen. Gleichzeitig gibt es immer auch ein Catering vor Ort, was allerdings dann bezahlt werden muss, also Getränke. Und es gibt immer ein Fotostudio, wo ihr Fotos von euch machen lassen könnt und auch eine Lightpainting-Box, wo Lichtkunstfotografie gemacht wird. Ihr erinnert euch jetzt wahrscheinlich an unser Lightpainting-Video, an das Tutorial. Das ist ja in Hamburg auf dem Playground entstanden. Jetzt ist der Playground, wie gesagt, in München und es gibt dort 5 weitere Kunstinstallationen. Diese Installationen bieten sich an zum Fotografieren, zum Interagieren und zum Spaß haben. Ich war eingeladen von Olympus zusammen mit allen anderen Olympus Visionaries. Das sind die Olympus Ambassadore aus Deutschland, Österreich, der Schweiz und den Niederlanden. Und wir haben neben der Tatsache, dass uns die Olympus OMD EM10 Mark II vorgestellt wurde und der Tatsache, dass wir uns mit den Olympus Mitarbeitern, unter anderem auch mit der Führungsetage aus Deutschland und dem R&D-Chef aus Japan direkt austauschen konnten, haben wir im Prinzip Workshops von Visionaries für Visionaries gemacht. Und ich war diesmal Workshopleiter zusammen mit dem Markus Hullinger und insofern konnte ich selber nicht an den anderen Workshops teilnehmen, kann euch aber trotzdem ein bisschen was dazu erzählen. Unter anderem ist es so, dass der Thomas Leuthardt, ihr wisst, der war auch schon mal zu Gast in einer unserer Podcast-Folgen bei der Fotophonie, zusammen mit dem Sebastian Rieger einen Workshop zum Thema Streetfotografie geleitet hat. Dann haben der Ralf Mahn und der Brandon de Clark aus den Niederlanden einen Workshop zum Thema Fashion- und Porträtfotografie geleitet. Und der Markus aus der Schweiz und ich, wir haben einen Workshop geleitet, bei dem es um die Connection aus Technik und Kreativität ging. Im Prinzip war die Herausforderung, ein kreatives Bild auf dem Playground zu machen. Nun ist der ganze Playground kreativ aufgrund seiner Kunstinstallation und insofern hatten wir uns vorher was überlegt. Wir haben den Workshop Combined Creatnology genannt, also kombiniert Kreativität und Technology im Prinzip und haben dazu 2 Funktionen der Kamera vorgestellt, die die meisten Fotografen nicht so häufig benutzen. Das hängt sich auch damit zusammen, dass natürlich die völlig unterschiedlichen Genres der Fotografie bei den Visionaries vertreten sind, weil da sind Hochzeitsfotografen dabei, Unterwasserfotografen, Landschaftsfotografen, Makrofotografen und so weiter und so weiter. Und wir haben vorgestellt die Doppelbelichtung und den Live Composite. Auf dem Playground selber gibt es unterschiedliche Kunstinstallationen. Einige davon kennt ihr auch schon. Es gibt zum Beispiel von dem Erik Olofsson wieder die White Noise Installation. Die kennt ihr schon von Fotos von mir aus Wien vom Playground Anfang des Jahres. Dann gibt es Maser hier Now. Das ist die Installation, die es auch in Hamburg schon gab, nur diesmal deutlich abgeändert. Es ist weiter mit den bunten gespannten Bändern, allerdings mit fluoreszierenden Bändern und Schwarzlicht. Das ist eine Installation, die der Markus Hulling und ich für unsere Workshops benutzt haben. Dann gibt es eine Installation, die nennt sich Magic Kaleidoskop. Also es ist ein Kaleidoskop, ganz, ganz toll gebaut, sehr interaktiv. Ich habe davon gar kein Foto machen können, weil mir die Zeit fehlte aufgrund des Networkings und des Austauschs mit Olympus und der eigenen Workshop-Tätigkeiten. Aber kann ich euch sehr empfehlen, wer noch nach München kommt, der sollte es unbedingt machen. Der Playground ist noch bis zum 20.09. in München. Danach geht es dann weiter wieder Richtung Wien. Dann gab es noch die Installation Inside Out. Das ist dieses Haus, dieses beleuchtete, in dem Wetterszenarien per Beamer-Projektionen stattfinden, was der ein oder andere auch vom Hamburger Playground kennt.
Dann gab es die größte Installation und auch eine sehr, sehr interaktive Installation. Also die Installation, sorry, die ist von Numen und heißt For Use Tape. Und das ist so ein überdimensionales Spinnennetz. Es ist produziert aus breitem, klarsichtigem Klebeband und wirklich ganz, ganz toll und interaktiv. Ihr könnt im Prinzip diese Installation betreten. Das heißt, ihr könnt in einer Art Spinnennetz aus Klebeband in die einzelnen Segmente von unten einsteigen. Ein wirklich irres Gefühl und wirklich ganz tolle Installation. Würde ich jedem empfehlen, unbedingt vorbeizuschauen. Was ist der Lerneffekt für diese Woche? Ich zeige euch jetzt mal so ein bisschen was, wie es auf dem Playground aussieht. Ihr habt ja schon den einen oder anderen Schnipsel gesehen. Und dann erzähle ich euch nochmal genau, was wir bei Combined Createnology gemacht haben und was daraus der Lerneffekt für euch sein kann. Wie erklärt, wir haben die beiden Funktionen Doppelbelichtung, was die meisten Kameras, die ihr da draußen habt, können, und gleichzeitig auch den Live Composite verwendet, um unsere Workshop-Teilnehmer in diese beiden Funktionen einzuweisen. Beim Live Composite ist es ja so, dass nach einer Grundbelichtung nur noch Lichter addiert werden. Das heißt, wir haben in der Installation Inside Out, also in diesem beleuchteten Haus mit den Wetterszenarien, gestartet, haben die ersten Frames des Live Composite laufen lassen, haben dann die Frontlinse mit einem dunklen Tuch bzw. dem Objektivdeckel abgedeckt, sind durchs Treppenhaus eine Etage tiefer gegangen, und zwar zu der Installation Here Now von Maser mit diesen bunten beleuchtet oder schwarzlich beleuchteten Bändern, und haben dann das Tuch weggenommen bzw. den Objektivdeckel entfernt. Dadurch addieren sich dann diese bunten Bänder in die Installation, die eigentlich oben aufgenommen wurde, was ein sehr spannender Effekt ist. Ein bisschen schwierig ist dabei, muss man ganz klar sagen, man braucht eine gewisse Vorstellungskraft, weil ihr natürlich überlegen müsst, wie wird gleich der Verlauf der Bänder sein, wenn ich jetzt gleich den Objektivdeckel öffne oder das Tuch wegnehme. Insbesondere dann, wenn ihr zum Beispiel zwischendurch auch noch die Brennweite verändert habt. Das macht es alles komplex, aber es ist nur ein Stockwerk auseinander entfernt, nur eine Treppe, dann lauft ihr halt wieder hoch und macht das nochmal. Und das kann man übrigens an allen anderen beleuchteten Dingen auch machen. Und, muss ich ganz klar sagen, natürlich auch mit spiegelbasierten Systemen, weil auch da könnt ihr die Belichtung unterbrechen, indem ihr einfach ein Tuch vor die Frontlinse packt. Das zweite, was wir getan haben, sind Doppelbelichtungen. Da haben wir es zum Beispiel geschafft, dass von der Inside-Out-Installation, die übrigens von Lee Sachwitz ist, dieses beleuchtete Haus in die Installation For Use Tape von Numen projiziert. Das heißt, erst ein Foto gemacht von dem Haus, dann zeigt die Kamera bei unserer spiegellosen OMD das so halbtransparent im Bildschirm an, und dann zur nächsten Installation gegangen, in dieses überdimensionale, spinnennetzartige Gebilde gegangen, in den Tunnel reingekrochen und ein weiteres Foto gemacht. Und dann sieht es so aus, als würde das beleuchtete Haus da drin stehen. Der große Unterschied zwischen dem Live Composite und der Doppelbelichtung ist, dass bei der Doppelbelichtung beide Fotos quasi mit 50% miteinander verrechnet werden und beim Live Composite eben die Grundbelichtung über den ersten Frame erzeugt wurde und dann nur noch Lichter addiert werden. Das heißt, das Ergebnis ist knackiger. Nun war allerdings die For Use Tape Installation von Numen beleuchtet, insofern wäre der Live Composite ausgeschieden, und dann kann man eben sehr schön die Doppelbelichtung benutzen. Ich würde euch dringend empfehlen, mit diesen Features an euren Kameras zu spielen, rumzuprobieren. Seid experimentell, seid kreativ, macht mal etwas anderes als den Standard und probiert das Ganze einfach mal aus. Jetzt kommen noch zwei, drei Bilder und dann melde ich mich nochmal.
Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn dem so ist, Daumen nach oben. Unter Beste Fotoschule von Welt könnt ihr den Kanal abonnieren, falls ihr das nicht eh schon längst getan habt. Wir sehen uns hier auf diesem Kanal immer am Mittwoch um 17 Uhr mit einem Fototutorial. Wie ihr seht, mal stelle ich auch eine Location vor und gebe trotzdem noch ein paar Fototipps. Mal stelle ich auch ein Produkt vor. In jedem Fall immer Mittwoch 17 Uhr irgendwas rund, Wissenswertes rund um die Fotografie. Und ansonsten sehen wir uns auch auf dem Kanal am Samstag um 14.30 Uhr zu Bildbesprechung Samstag. Immer samstags 14.30 Uhr bespreche ich 5 von euren Fotos, gebe euch hilfreiche Tipps, was ihr besser machen könnt. Und da lernen nicht nur die davon, die Fotos eingereicht haben, sondern auch alle anderen für ihre eigenen Bilder. Jetzt wünsche ich euch erstmal schöne Restwoche, macht es gut und wir sehen uns bald wieder. Ciao, ciao.